Okay. Ja, hallo alle zusammen. Genau. Wir sind Freddy und Becker und wir stellen euch heute unser Waternet vor. Ja, also erstmal das Problem oder die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigt haben, ist, es gibt nur wenig große Messstationen, die den Zustand von Gewässern, also zum Beispiel die Anzahl an Partikeln oder die Menge von Wasser oder auch die Verschmutzung von dem Wasser messen, halt an Flüssen, Teichen, Seen, Ähnliches. Und dadurch gibt es wenig offene Daten über Gewässer und die es gibt, sind meist sehr unorganisiert, von vielen verschiedenen Bundesländern verteilt und was es an Messstationen gibt, sind meist so große, hingebaute Messstationen. Davon gibt es natürlich nicht viele und auch meist nur bei größeren Flüssen. Dadurch gibt es wenig Infos über kleine. Genau, und deswegen ist unser Endprodukt mehrere kleine dezentrale Messstationen. Das soll bedeuten, dass wir dann viele von solchen Bauten, vielleicht noch ein bisschen mehr professionalisiert, an viele verschiedene Orte stellen und die dann auch weiter transportieren können. Genau, und das wollen wir eigentlich mit einer Website verbinden, wo dann die ausgewerteten Ergebnisse kommen sollen. Und das soll dann öffentlich zugänglich sein und ja für private Nutzer, aber auch offiziell genutzt werden können. Und genau, die Messstationen, die sollen autonom handeln, deswegen auch die Schläuche. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen Wasserbehälter gebaut. Dieser wird mit Hilfe von Pumpen quasi mit einer Wasserprobe befüllt aus dem Gewässer. Daraufhin befindet sich auf der einen Seite des Behälters eine Lichtquelle und auf der anderen Seite eine Kamera, die ein Bild von dem Wasser aufnimmt. Unsere Behälter und Gehäuse haben wir mit einem Lasercutter gefertigt, also verschiedene Platten ausgeschnitten und zusammengeklebt. Und dann verwenden wir einen Raspberry Pi, einen kleinen Computer, zum Fotografieren des Gewässers und zum Zählen und auch Ausmessen der Partikel, die sich dann in dem Wasser befinden. Dafür benutzen wir OpenCV, also Open Computer Vision. Und ja, hier ist erstmal so ein Beispielbild, was dann aus der Kamera rauskommen kann. Man sieht hier viele kleine Flecken. Und das nächste, was wir dann erstmal machen, also die einzelnen Schritte im Algorithmus, sind dann erstmal ein Schwarz-Weiß-Bild daraus zu machen und vielleicht noch ein bisschen den Kontrast zu verändern. Dann haben wir jetzt erstmal gefragt, wie wir jetzt weitermachen. Denn der nächste Schritt ist es dann einzuteilen, welche Teile von diesem Bild einfach nur Wasser sind und welche Partikel sind. Das nennt sich Binarisieren und da haben wir verschiedene Algorithmen ausprobiert. Der auf der linken Seite zu sehen ist, ist einfach nur auf der Helligkeit basiert und sagt, alle Pixel, die dunkler als ein bestimmter Wert sind, sind Wasser und alle, die heller sind, müssen Partikel sein. Das funktioniert nicht so gut, wie man da sieht, da zum Beispiel alles in der Nähe von der Lichtquelle ein großer Partikel ist und zu dunkle Bereiche auch nicht wirklich erkannt werden. Ein anderer Algorithmus passt halt diese Helligkeitswerte je nach Umgebungslicht quasi in dem Bereich vom Bild an. Das sieht man auf der rechten Seite. Jedoch erkennt er dadurch sehr, sehr viele quasi kleine Partikel oder fast auch schon das Rauschen der Kamera. Deshalb war der nicht so geeignet. Aber wir haben es geschafft, die Bilder zu entrauschen, das Rauschen der Kamera zu entfernen. Dann funktioniert der rechte Algorithmus sehr gut. Und wir erhalten quasi kleine schwarze Punkte, die ganzen Partikel darstellen. Die müssen wir dann nur noch zählen und quasi vermessen und daraufhin können wir dann Statistiken über das Wasser anfertigen. Ja, kannst du kurz halten? Ja. Kannst du kurz erklären, was ich die Pumpe brauche? Ja, also in der Zwischenzeit machen wir jetzt erstmal die Pumpe an, damit das Wasser dann auch durchlaufen kann. Dann befüllt sich der Behälter mit Wasser und genau, dann ist das Reinwasser in der Box und kann mit der vorne angebrachten Kamera dann aufgenommen werden. Okay, also während sich der Wasserbehälter befüllt, kann ich noch erklären, wo das Wasser herkommt, was da in der Flasche ist. Wir waren gestern Abend noch beim Rheinufer und haben dort ein bisschen Rheinwasser abgefüllt. Das wollen wir jetzt hier live einmal uns anschauen. Deshalb folgt nun so langsam unsere Live-Demo. Der nächste Schritt, nachdem wir jetzt hier genug Wasser gesammelt haben, ist es, dass ein Bild gefertigt wird. Im besten Fall ist dafür auch eine Lichtquelle anwesend. Die haben wir noch nicht so professionell fertig, das ist jetzt nur eine Handytaschenlampe. Da arbeiten wir noch dran.
So. Das Bild können wir dann jetzt gleich hier auch sehen. Okay, leider können wir das Bild nicht sehen, aber ich habe ein sehr ähnliches Bild gemacht. Das heißt, wir können sehen, wie es wahrscheinlich aussehe. Wahrscheinlich circa so. Das war ein anderes Bild. Das war das Bild mit Spekulatiuskrümeln drin. Das war das Rheinwasserbild. Genau, jetzt kommen wir zu den Spekulatiuskrümeln. Und zwar haben wir einfach Leitungswasser genommen, um unsere Box zu testen und die Kamera, und haben dann dort Spekulatiuskrümel hineingestreut. Und das Ergebnis davon war zu eben, da ist sichtbar. Diese grünen Punkte sind quasi die sichtbaren Partikel, die dann markiert wurden von einer Software. Also da sieht man dann die Partikel des Spekulatius im Wasser. Ja, und dann haben wir hier noch ein Rheinwasserbild. Jetzt hier parallel haben wir das Wasser wieder zurückgefüllt, übrigens, das Rheinwasser wieder zurück in die Flasche. Ja, aber auch bei dem Rheinwasserbild, da erkennt man auch eine Verschmutzung, aber da sind die Partikel noch nicht grün markiert. Das wäre dann der nächste Schritt. Genau, aber wir haben auch schon Grafiken angefertigt, beziehungsweise anfertigen lassen, wo man dann hier an der X-Achse, das ist die horizontale Achse, wo auch Pixel Count drunter steht, quasi die... Ja, also man sieht die Größe der Partikel entlang der X-Achse. Genau. Und an der Y-Achse, da sieht man die Menge der Pixel. Und oben steht, dass da 108 Pixel im Leitungswasser waren. Man sieht dann auch quasi dabei 0, beziehungsweise nahe 0, dass, dass diese Partikel kleiner waren, aber viel mehr. Und dann, je weiter man nach rechts geht, desto mehr sieht man, die sind nicht mehr so in einer hohen Anzahl vertreten, und es gibt nur noch wenige große Partikel. Das können dann auch kleine Fussel gewesen sein, die im Wasser waren. Dann haben wir noch unser Rheinwasser getestet in einem ruhigen Zustand. Also da stand dann das Wasser länger. Es wurde nicht umgerührt, gar nichts. Es stand einfach, und da sieht man, dass im ruhigen Rheinwasser auch schon sehr viel mehr Pixel bzw. Partikel, vorhanden waren. Da sieht man auch, dass die Größe der Partikel sich noch geändert hat, also größere Partikel, wahrscheinlich Sand oder sonstige. Allgemein ist das Wasser nicht sehr sauber, wie man auch an der Grafik sieht, und auch so schon auf einem normalen Bild oder im Wasser einfach. Genau, aber die Menge ist halt auch dann deutlich gestiegen. Und beim nächsten, da wurde das Rheinwasser bewegt, also einfach einmal umgerührt oder auch eben einfach gerade befüllt. Und da sieht man, dass noch mehr größere Partikel dort dann vorhanden waren. Ja, allgemein nur zum Mengenvergleich. Es sind, oben in klein sieht man, wie viele Partikel genau gezählt wurden. Beim Leitungswasser waren das nur 108. Beim abgestandenen Rheinwasser waren es 1800 und beim umgerührten 3200, also deutlich mehr. Ja, unser Ausblick und weitere offene Punkte sind, dass wir, wie ich auch am Anfang noch gesagt habe, mehrere Messstationen koordinieren wollen. Dann wäre ein weiteres größeres Projekt, dass man irgendwie guckt, wie der Wasserstand ist, wenn man jetzt beispielsweise bei einem Fluss oder jetzt hier am Rhein ist, dass man dann die Tiefe noch irgendwie messen kann. Und wir wollen natürlich ungerne eine Steckdose nötig haben, damit wir das betreiben können. Deswegen haben wir über die Stromversorgung nachgedacht und würden dann vielleicht entweder Solarstrom daraus ziehen oder eine Batterie aufladen. Ja, ein paar Lessons learned während dem Projekt. Wir haben nicht so ganz bedacht, wie groß das Volumen unserer Kiste ist. Es dauert recht lang, sie aufzufüllen. Wahrscheinlich wäre es effizienter gewesen, sie etwas schmaler zu bauen. So viel Wasser brauchen wir gar nicht. Ansonsten einfach optisch. Wir waren uns vorher nicht so sicher.
wie man tatsächlich am besten mit was für Lichtquellen die Partikel im Wasser sichtbar macht. Und wir dachten eine Zeit lang, dass man wahrscheinlich die besten Bilder kriegt, wenn wir ein sehr diffuses, also verteiltes, mattes Licht haben. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass ein sehr kleines, scharfes Punktlicht, wie zum Beispiel von einer Handylampe, recht gut funktioniert. Und ja, ansonsten, wir haben ja hier zwei Kisten. Der eine ist das Wasser, in der anderen sind unsere kleinen Wasserpumpen und ein Treiber für die. Und da haben wir festgestellt, man sollte am besten seine Kisten erst zumachen, wenn man weiß, dass alles sicher funktioniert. Die mussten wir mehrfach wieder öffnen, da irgendwas nicht funktionierte. Ja, dann Dida, Dankeschön. Ja, vor allem unsere mentastischen MentorInnen, da haben uns besonders geholfen Hanno, Felix, Pascal und vor allem auch Johnny bei der Hardware. Ja, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit von euch und ans Orga-Team und ja, also vielen Dank auch, dass wir da sein durften. Und kurzer Side-Fact, unsere Kiste hat tatsächlich ein Logo, da steht dann Waternet, ja, sieht man da am Rand. Okay, danke.